Also mein Unterricht ist immer genauso gut, wie die Gruppe ist, wo ich mit ihnen zusammen arbeite. Und für mich ist Unterricht dann gelungen, wenn wir alle rausgehen und das Gefühl haben, wir haben neue Erkenntnisse gewonnen. Ich bin sehr ein neugieriger Mensch. Ich befasse mich auch extrem gerne mit wissenschaftlichen Forschungsresultaten. Und ich gebe das dann auch meinen Studenten mit Freude weitergeben. Ich möchte, dass meine Studierenden das Studium in Erinnerung behalten, als eine Lebensphase, wo sie Zeit und Raum hatten, sich als Menschen zu entfalten. Man kommt mit einem Rucksack voller Erfahrungen in einen Hörsaal und sieht dann im Laufe der Zeit, wie dieser Funke auf die Studierenden überkommt. Und das erfüllt mich. Als Dozent macht mich aus, dass ich mich nicht als jemand sehe, der jetzt unbedingt mehr weiss als die Studierenden, sondern wo sie möchte für Diskussionen gewinnen und Themen angehen und sich möchte mit ihnen auseinandersetzen. Gute Lehre heisst für uns, zu erkennen, was Studierende bewegt. Die Lernziele immer im Auge zu behalten. Und dabei auch Raum für Überraschungen zu lassen. Ich möchte meinen Studierenden Feuer und Leidenschaft für den Beruf mitgeben. Weil ich glaube, wenn es immer wieder von Neuem das Feuer entfacht wird, dann ist es kein Müssen, sondern ein Wollen lernen. Mein Anspruch ist, einen motivierenden, fordernden und anwendungsbezogenen Chemieunterricht zu machen, wo die Studenten viele Interaktionsmöglichkeiten haben, um ihre offenen Fragen zu klären.